Ja, wir sind hier auf der Revolution und ich habe hier ein Projekt kennengelernt. Das ist die Rohkostbörse. Und das wollte ich euch unbedingt vorstellen, beziehungsweise ich wollte es nicht vorstellen, sondern die beiden jungen Menschen hier wollten es sich vorstellen, weil ich finde die Idee richtig gut und ja, macht mal ein bisschen Werbung und sagt, was ist die Rohkostbörse? Ja, ich weiß gar nicht, wer es zuerst sagen soll. Ich bin Lisa, das ist Olli, Creative Fat, er hat es entdeckt. Ja, eine Idee gehabt sozusagen. Genau. Genau, und was ist die Idee? Wir wollen... Ja, dann sag du. Ich muss ihn auch reden lassen. Ja, ja. Ja, wir wollen im Prinzip die Produzenten vom Kleinbauern bis hoch zum großlandwirtschaftlichen Betrieb mit dem Endverbraucher direkt verbinden, ohne Zwischenhandel. Und ja, das Ganze sozusagen mit einem solidarischen Hintergedanken, dass jeder kostenlos im Prinzip seine Produkte einstellen kann bei uns auf der Seite und auch die Kunden, die das Ganze dann kaufen werden, auch kostenlos im Prinzip an ihre Waren rankommen und wissen, woher die Ware kommt und ja, was dahinter steckt. Und das heißt, das ist im Endeffekt wirklich eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das heißt, ihr könnt wirklich gut Produkte kaufen von Leuten, wo ihr wisst, wo es herkommt. Die Leute können ihre Produkte einstellen, ohne jetzt, ihr habt ja auch gesagt vor uns in einem kurzen Gespräch, dass gar nicht so auf die Label geschaut wird bei einigen und die lieber auf sagen wir, die Kapazitäten, auf ihre Qualität lenken. Und das natürlich auch wahrgenommen werden muss. Und genau. Das kann man natürlich auch gerade bei den Händlern vor Ort ja, selber in Augenschein nehmen. Und das, wenn man da einmal so einen Händler gefunden hat bei euch, dann ist es natürlich gigantisch. Und natürlich auch der Händler, der dann eben seine Produkte verkaufen kann. Und es können ja sogar Kleingärtner bei euch inserieren. Ne? Genau. Das ist ja genial. Also wenn ihr einen Kleingarten habt und also viel Kohlrabi habt, irgendwie habt ihr irgendwie ein paar Zentner Kohlrabi gemacht, setzt ihr das einfach hier rein. Das ist alles kostenlos. Richtig, alles kostenlos. Das Inserieren ist kostenlos. Ja. Wir wollen auch gar nicht unbedingt, dass es nur gegen Geld geht. Es kann teilen und tauschen heißen. Gerade Kleingärtner wollen gar nicht unbedingt verkaufen. Ja. Die wollen aber die Überproduktion, die sie zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt haben, einfach an den Mann oder die Frau bringen. Mhm. Und derjenige in der Region, der gerade, was weiß ich, Borretsch zum Beispiel braucht, das kann man nicht konservieren. Das kann man eigentlich am besten frisch verbrauchen. Ja. Der kann dort gucken, wer bietet das gerade an und teilt das mit jemandem. Gibt es auch direkt eine Suchfunktion oder sowas? Genau. Ach, gibt es Suchfunktion. Wenn ich kann sagen, ich suche Kohl, dann zeigt er mir die Kohlanbieter an. Richtig. Und das Ganze auch bundesweit. Ja. Also es ist egal, ob man jetzt in Berlin, in Kiel oder in München ist, sondern man gibt auch die Region ein, in der man seine Produkte beziehen möchte. Also man kann rundum regional im Prinzip in Zukunft bei uns seine Waren, seine Lebensmittel beziehen. Also das ist mal eine richtig geile Idee und euch gibt es gar nicht so lange, ne? Nee, wir sind jetzt seit 14 Tagen im Prinzip aktiv und das ist unser erster Auftritt. Ja. Und ja, wichtig ist einfach auch, dass wir nicht nur Rohkost an sich im Angebot haben, sondern eben auch verarbeitete Produkte wie Marmeladen oder Öle oder ich sag mal jetzt auch Getränke wie Met oder Wein, ne? Das ist alles bei uns zu beziehen. Ja. Wir wollen, wie gesagt, Hauptaugenmerk darauf richten, dass wir den Zwischenhandel umgehen und dass die Leute, die dafür arbeiten, auf dem Feld stehen, auch wieder das Geld in der Tasche haben, was sie damit verdienen müssen. Ja. Also, daher kommt die Idee eigentlich auch, ne? Weil wir sind Unternehmensberater und machen auch Websites und bloggen selbst. Und dann haben wir viele kleine Hersteller beraten, die nicht genug Zeit und Geld haben, einen eigenen Shop aufzubauen. Ja. Die brauchen aber trotzdem die Endverbraucherinnen, die genau das Produkt gerade zu der Zeit suchen. Und das matchen wir jetzt, indem wir einfach diese Übernahme der Plattformen anbieten. Ja. Genau, das ist auch in unserer heutigen Zeit immer oft das genau das Problem, den Anbieter und den Nachfrager zusammenzubringen. Weil es gibt eigentlich alles, was man braucht und man muss nur wissen, wo man es zu finden hat. Die Informationsvielfalt, die Informationsflut zurzeit im Internet ist so immens groß, dass eben solche Sachen, ich glaube, das sind die Zukunft. Und die Domain ist natürlich gigantisch. Rohkostbörse, ja, finde ich einfach klasse. Also lässt sich auch wunderbar merken. Also ja, einfach mal draufgehen, euch registrieren und ja, und dann einfach gute Produkte finden. Und ihr wisst ja selber auch von meinen Videos, ich bin ja nicht immer so, dass ein Label ja unbedingt das Beste ist. Ne? Geht lieber direkt zu dem Hof, schaut euch die Sachen an und dann habt ihr wirklich eine vertrauensvolle Quelle, wo ihr echt mit gutem Gewissen halt bedienen könnt. Und wie gesagt, Rohkostbörse, also die Idee finde ich gigantisch und ja, es lebt natürlich von den Leuten, die mitmachen. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auch was anbietet, selbst wie gesagt, Kleingärtner können anbieten. Ne? Und ihr müsst, die müssen keine prozentuale Abgabe oder sowas machen. Nein. Ist komplett kostenlos. Kostenlos. Das Einzige, wo wir jetzt sagen, wir würden uns da an den Kosten oder würden gerne was einnehmen, ist, wenn wir was versteigern. Also sprich, wenn der Bauer jetzt einen Anhänger voller Kartoffeln oder Äpfel versteigert,
und das meistbietend an den Mann bringt, dann sagen wir, okay, 5% hätten wir da gerne von ab. Aber ansonsten... Die Grundfunktionalität, der Kontakt und weiter. Alles kostenlos. Alles klar. Und das ist auch vor allen Dingen unbegrenzt. Wenn jemand 100 Produkte hat, kann er die auch kostenlos einstellen. Ja. Oder wenn es nur ein Glas Marmelade ist, genau dasselbe. Geil, wunderbar. Also wie gesagt... Ich finde es klasse und ja, so eine, wie auf der Revolution hier, so eine Idee zu transportieren und genau Multiplikator ins Internet und an die Abonnenten, wunderbar. Ich freue mich, dass ich mit euch reden konnte. Ich hoffe, ich wünsche euch viel Erfolg dabei in euren frischen Ideen. Und, und kommt dann auf unsere Opasbörse.de oder liked uns oder kommt auf Instagram, wir finden alles. Man sieht schon, Medienprofi. Alles klar, danke, macht's gut. Okay. Tschüssi. Bis dann, ciao.